Eure Obacht ist eigentlich das, so ist mit reingerutscht. Also erstmal wichtig ist das Klima, die Organisation, die dort ist. Ich denke, niemand Sportler braucht jemanden, der einem die Infrastruktur aufstellt, der sie pushen. Und das war eigentlich meine grösste Motivation. Also die drei, das ist so die Spitze des Eisbergs. Das sind die, die man jetzt heute sieht und die man kann wertschätzen kann, mal öffentlich. Aber es ist eigentlich stellvertretend da für alle über 700'000 Volunteers, die jedes Jahr in der Schweiz ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen, gratis. Und insofern haben sie natürlich, hätten sie alle Wertschätzung verdient, aber es ist leider nicht immer möglich. Ich war schon ganz manchmal als Volontier aktiv. Es hat früh angefangen, ich war in einem Volleyballverein aktiv. Als Volontier in allen möglichen Funktionen, als Vereinspräsident, Trainer und so weiter. Das Lustigste, also ich denke, unter der Helfer haben wir es generell immer lustig, vor allem wenn wir ein eingeschweißtes Team sind. Das letzte Jahr war etwas anderes, was schön war. Weil ich habe dort meine Freundin kennengelernt am einen Eventanlass. Ja. Und ich bin einmal eingeladen worden an einem Ort, wo der Simi Amann war. Ja, haben wir können reden miteinander. Ich war noch nie an einem Tennisturnier oder so. Ich finde es sehr und ich bin stolz, dass wir hierher kommen durften.